Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ja, in der letzten Folge haben wir einiges geschafft. Ich bin nochmal in den Rahmen der Wünsche gegangen, habe ein paar Sachen angepflanzt, habe ein paar Töpfe gekauft und alles mögliche in der Zwischenzeit, damit wir mal die Aufgaben dann auch später für Garlic und so machen können. Aber das mache ich dann auch, wie gesagt, zwischen den Aufnahmen. Die Abgabe und das Lernen der Zaubersprüche können wir gerne in der Folge machen. Aber weißt du schon mehr? Hallo Arthur. Die Beschaffung. Ich wollte dir sagen, dass meine Karte zu einer Tür führte, die in einem Porträt versteckt ist. Oh, wie clever. Meine führte zum Bootshaus. Kaum hatte ich den Schatz gefunden, kam der Schulleiter. Er hat mich verscheucht, aber da hatte ich schon ein paar Galionen eingesteckt. Was hast du gefunden? Ich glaube, es handelt sich um eine Uniform eines Historikers. Oh, du Glückspilz. Dann hatten wir ja beide Erfolg. Toll, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's cool. Zum nächsten Hogwarts-Geheimnis. Ob ein schneller Blick durch Weasleys Büro wohl etwas Interessantes offenbart? Eins, vier, fünf, sieben, Oktopus wieder. Revelio. Einhornstatue. Hübsch. So, genau, wir wollen heute zurück zu Professor Fig und uns wieder der Hauptstory zuwenden. Wie wir es eigentlich jetzt immer gemacht haben, in jeder Folge. Also wie gesagt, wir haben auch gar nicht mehr so viele Nebensachen offen. Das ist eigentlich ganz angenehm. Melde dich bei Professor Fig. Der müsste ja auch in dem Turm hier eigentlich sein, wenn er in seinem Büro ist. Ja, perfekt. Waren wir genau richtig. Wollen wir mal. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Eldridge Diggorys Porträt im Gemeinschaftsraum erzählte von seiner Großnichte Helen. Seine Großnichte? Ja, sie war mal Aurorin und sie hat mich nach Azkaban zu Aunt Thisbe gebracht. Sie waren in Azkaban? Ja, das war schon was. Aber Anne kannte Richard Jackdaw vor seinem Tod, also musste ich seinen Geist finden. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett... fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten. Ja, und weil Jackdaw der Karte bereits gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Ich mag das an dem Spiel, dass die Schüler dem Lehrer auch mal sagen, was passiert ist. Das hat mich in Harry Potter immer aufgeregt, wenn Harry nie was zu McGonagall oder Dumbledore gesagt hat. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Wie ist dieser Jackdaw an die Seiten aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Wie schön, Sie zwei zu sehen. Und das war die ganze Zeit hier unten. Sieht vielversprechend aus. Musik
ist Hogsmeade. Und hier der verbotene Wald. Und natürlich Hogwarts. Wie beeindruckend. Wenn du das nur sehen könntest. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Und das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junge Freundin, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten? Ja. Ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen. Da Sie so weit gekommen sind, müssen Sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn Sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen Sie allein absolvieren. Erinnern Sie sich an die Denkariumserinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts? Das Gewölbe? Die verbotene Abteilung? Die Suche nach dem Raum? Das alles war keine Prüfung? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass Sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie, Professor Fig? Tue ich. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Wollen wir nachsehen? Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay. Dann
wollen wir mal zum Turm gehen? Es wird Zeit, dass Sie Galatius, den Erstarrungszauber, lernen. Er ist ein effizientes Mittel, um eine hitzige Situation abzukühlen. Aber erst müssen Sie noch ein paar Aufgaben erledigen. Kommen Sie danach zu mir. Okay, was hat ein Kogawa für uns? Ich glaube, das war doch die leichteste mit. Genau. Dann machen wir das doch mal. Ballons über Bahnhof von Hogsmeade und Ballons über den Quidditch-Feld. Das machen wir doch jetzt gleich mal. Revelio. Diese besondere Urne soll Gerüchten zufolge eins folgende Inschrift getragen haben. Pionier im Drachenzähmen hätte nicht mit dem ungarischen Hornschwanz anfangen sollen. Okay. Hier ging es raus, ja. Ich mag es, dass das Schloss so verworren ist und mittlerweile finde ich mich auch recht gut zurecht, aber so ein richtiges System dahinter habe ich mir noch nicht erkannt. Oh, da oben schweben Geister. So, wo sind denn die Ballons? Da. So, einer fehlt noch. Revelio. Ich sehe ihn einfach nicht. Das ist ein bisschen das Problem. Ah, da. Und nein, nicht der aus Herr der Ringe. Ich mache den Witz in letzter Zeit viel zu oft. Finde aber immer wieder lustig. So. Okay. Und dann über den Bahnhof von Hogsmeade. Da müsste ja dann da drüben sein, der Bahnhof. Bei Hogsmeade. Da, wo man ankommt, wenn man in der ersten Klasse die Schule betritt. Das ist eigentlich das Einzige, was sie nicht in dem Spiel haben, ne? Den Hogwarts Express. Also, dass man mit ihm fährt oder so. Das ist natürlich schade. Aber vielleicht, wenn es ja noch ein vielleicht gibt es ja noch einen zweiten Teil oder ein DLC oder so, dass man vielleicht dann im sechsten Schuljahr hier ankommt und vielleicht kommt man dann ein bisschen geordneter an mit dem Hogwarts Express. Wäre ganz cool. Der Bahnhof. Ah ja, hier sind die Ballons. Scheint auch erst hier loszugehen, das heißt, los geht's. Fehlt schon wieder einer. Doch gar nicht, bin ich so blind, oder? Revelio. Gut, das bringt nichts, weil ich ja die Markierungen ausgemacht habe. Auf der Map. Vielleicht ist nachts auch nicht der beste Zeitpunkt, um zu fliegen. So ganz ohne Licht. Das kann nicht sein. Da. Juhu. Dann können wir zu Madame Kogawa zurück. Mal gucken, was... Hallo,
Haben Sie etwas zu verkaufen? Allerdings. Aber was macht eine Schülerin hier draußen? Haben Sie sich verlaufen? Ich musste mich vom Unterricht erholen. Man kann ja nicht immer im Schloss sitzen. Nein, natürlich nicht. Was für ein Gedanke. Auch mir ist Wanderlust nicht unbekannt. Leopold Babcock der Name. Und ja, ich verkaufe Waren. Nun, für eine wanderlustige Person wie Sie ist es natürlich ungemein wichtig, immer einen Mega-Power-Trank zur Hand zu haben. Hm. Ohne einen guten Vorrat würde ich keinen Fuß in den verbotenen Wald setzen. Na, was sagen Sie? Eine kleine Sicherheitsmaßnahme für Ihren weiteren Weg? Ich denke drüber nach. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Babcock. Gut. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie etwas finden. Was verkaufen Sie hier? Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. 5.000. Ich habe übrigens wenig Geld jetzt, ne? Logischerweise, weil ich ja... Wie ich gesagt habe... Entschuldigung. Wir können bei ihm ein bisschen Zeug verkaufen. Vielleicht finden Sie etwas, das Sie brauchen. Ja, ein bisschen Zeug ist gut. Wir haben eine Brille im Inventar. Es war mir ein Vergnügen. Weil ich ja, wie gesagt, für den Rahmen der Wünsche ein paar Sachen gekauft habe. Aber das ist auch am wichtigsten, weil das ist am langanhaltendsten. Also es ist einfach auf lange Sicht am sinnvollsten, für den Rahmen der Wünsche was zu kaufen. Deswegen mache ich das. So. Dann wollen wir zu Madame Kogawa zurück. Und danach suchen wir mal, wo Professor Fick auf uns wartet. Wie kamen Sie mit den Aufgaben zurecht? Madame Kogawa, ich habe Ihre Aufgabenliste abgearbeitet. Wunderbar. Ich nehme an, Sie sind mittlerweile besser mit Ihrem Besen vertraut? Ja, Professor. Das freut mich. Machen Sie weiter so. Vielleicht kommen Sie eines Tages in die Quidditch-Mannschaft. Falls Black Quidditch jemals wieder erlaubt. Nun, da diese Aufgaben erledigt sind, beginnen wir. Glacius. Achten Sie auf Ihren Zauberstab. Schön, wie man so einen Eisberg baut damit. Sehr gut. Sie sollten Ihren neuen Zauberspruch hier in meinem Büro üben. Die Messlose. Na bitte! Sie lernen schnell! Gut, dann gucken wir mal, wo wir zu Professor Fick müssen. Da hinten, okay. Eigentlich gerade durch. Da, wo wir gerade sind, einfach gerade durchfliegen. Da müssen wir zu ihm kommen. Das Blöde ist, dass man auf dem Besen nicht so einen magischen... Dass man das nicht benutzen kann, diesen Guide auf dem Besen. Das ist schade. Weil dadurch muss man quasi, wenn man jetzt wirklich nicht immer zu auf die große Map gucken will und sich nicht so richtig auskennt, muss man ja quasi immer auf die, muss man die Symbole in der Welt aktiviert lassen. Das ist ein bisschen schade. Ich wusste, dass wir das nicht durchziehen. Revelio. Seid jemand in meine Lektion? Vorbei! Und ich habe noch nicht mal meinen Sieg. Du bist die Plage, die Schwester. Oh fuck, zu spät.
Cool. Direkten Lager ausgeschaltet. Immer noch fix hier in die Höhle rein. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Ach, da wäre doch nichts gefährlich. So. Himmelblau. Ich fühle mich schlecht. So. Wir müssen zu Figgy. Ich lasse mich schon wieder ablenken. Ich weiß, es tut mir leid. Ach, so kann man es aber halbwegs folgen. Ja, wenn man jetzt den Weg folgen wollen würde, guckt mal. So funktioniert es eigentlich. Ist ganz cool eigentlich, die Idee. Muss man halt sehr tief liegen. Aber so funktioniert. Ist halt blöd, dass man das nicht vom Besen an sich aktivieren kann, diese Funktion, sondern das immer quasi aus dem Stand machen muss und dann erst fliegen kann. Generell eine super Idee, durch den verbotenen Wald zu fliegen. Ein Schloss? Muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. So. Ich glaube, wir nähern uns der Sache. Ich gucke noch einmal zur Sicherheit auf die Map. Nicht, dass wir komplett falsch fliegen, so wie es wir gerade tun. Wir müssen leicht nach links. So. Hier auch irgendwo ein Turm, man muss den ja auch irgendwo sehen, oder? Ich bin schon dran vorbei. Ah, da ist ein Turm. Okay. Ich wollte schon sagen, ich hätte ihn auch irgendwann mal sehen müssen, oder? Momentum, den Verlangsamungszauber. Damit frieren Sie Objekte oder Personen in der Luft ein. Erledigen Sie einfach ein paar Aufgaben und kommen Sie dann zu mir. Wir sind nicht allein? Nein. Rangrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Das ist ja wunderbar. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Wir sollten uns lieber nicht ankündigen. Gut gemacht. Revelio. Ich bin gerade im Stehen, Eisiger. Hier muss es etwas geben. Was hast du gesagt? Revelio. Ja.
Gibt hier nichts zu sehen. Wir müssen wahrscheinlich erstmal alle Kobolde einfach ausschalten. Durchsuche den Turm und seine Umgebung, halt die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Den Turm mal angucken. Das dürfte der Eingang sein. Professor Fick ist echt eine brillante Figur, Person. Verschlossen. Revelio. Ein Entriegelungszauber. Sehr praktisch. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Willkommen in Senbakars Turm. Hallo, Professor. Sagten Sie Senbakars Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. In der Tat, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fick Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Wir müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen Sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit Ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, Sir. Wir sehen uns in der Kartenkammer. Er hätte uns ja wenigstens noch ein bisschen runter begleiten können. Ein Speicher alter Magie. Unten, nahe des Eingangs. Revelio. Dann wollen wir mal. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung.
Revelio! Beeindruckend. Irgendwas muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Ganz viele Kisten sind erschienen. Wow. Spuren alter Magie. Etwas muss anders sein. Oh, der Raum hat sich geändert, also der Durchgang. Das hat mir gerade noch gefehlt. Aber wenigstens werde ich diesmal nicht überrascht. Moment. Ein starker Angriff. Was haben die Hüter mit mir vor? Ich würde sagen, sie prüfen mich. So wie es an der Tür stand, die erste Prüfung, ist die Vermutung naheliegend. Kommt mir bekannt vor. Mehr Statuen. Geschenkt. Nee,
bekommst du nicht. Ich schätze, ich suche nach Spuren alter Magie. Aber wo? Ich sollte mir diesen Torbogen von beiden Seiten ansehen. So, jetzt muss ich es wahrscheinlich wieder zurücksetzen, damit wir dann da hochkommen. Ja. Gucken wir mal. Nee, so rum. Durch, ja. Das ist ja das Ding auf der anderen Seite, die Plattform. Jetzt können wir ja so weiterarbeiten. Geht's da noch irgendwo hin? Also da geht's auch noch hoch, okay. Was hat die Magie auf beiden Seiten des Torbogens verändert? Etwas muss jetzt anders sein. Daran gewöhne ich mich nie. Okay, lief doch ganz gut, der Kampf. Macht Spaß. Mal sehen, was sich auf beiden Seiten verändert hat. Nix.
Alright. Ein paar Mega-Power-Tränke haben sie hergestellt seit 400 Jahren. Das ist bestimmt sehr lecker noch. Der ist bestimmt nicht vergoren oder so. Der schmeckt bestimmt noch 1A. Und nochmal 5 in der Kiste. So. Das gefällt mir gar nicht. Komm, Ringo. Sehr gut. Na endlich. Orientierungssinn, Ada. Das lief sehr gut. Noch ein Denkarium. Wie sie die Welt um sich herum verwandeln, ist bemerkenswert. Was ist denn? Sein Zustand bessert sich nicht. Er wird sich wohl nie vom Tod meines Bruders erholen.
Es ist furchtbar, unsere Lieben so leiden zu sehen. Die Dürre ist Jahre her. Aber der Schmerz seines Verlustes sitzt so tief wie am allerersten Tag. Er braucht keine hübschen Säulen, sondern Frieden. Was, wenn ich helfen kann, Professor? Sie tun doch schon so viel für Ihren Vater. Das reicht nur nicht. Ich will ihm den Schmerz nehmen. Ich weiß, es ist verlockend, mit der Magie, die Sie beherrschen, mehr als nur die physische Welt zu verändern. Aber menschliche Gefühle haben ihre ganz eigene Macht. Selbst die umsichtigste und fähigste Hexe könnte den Ausgang nicht vorhersehen, den ihre Manipulation zur Folge hätte. Soll ich nur zusehen, wie der Schmerz ihn zerfrisst? Sie haben kein Recht, ihn zu nehmen. Jedes Jahr aufs Neue sehen Schüler in ihren Teeblättern immer haarsträubendere Dinge. Oh, Miss Morgannock. Willkommen zurück in Hogwarts, Professor. Daran muss ich mich noch gewöhnen. Professor Rookwood? Ich bin hoch erfreut, dass Sie Verteidigung gegen die dunklen Künste lehren werden, Professor. Hier, nehmen Sie Platz. Erzählen Sie von Ihren Reisen. Ich hatte gehofft, Sie und die anderen könnten mich heute Abend zu Hause besuchen. Ich habe so viel zu erzählen. Aber nur zu gern. Sagen wir den anderen Bescheid. Vortrefflich. Dann bis bald. Noch eine Erinnerung. Und jetzt raus hier. Noch mehr kristallisiertes Gestein. Das muss der Weg zurück zur Karte. Kann mal sein. Es war ein Reim. Aber habe ich leider abgebrochen für euch. Tut mir leid. Wen haben wir denn da? Ich bin Schülerin in Hogwarts, Sir. Das hier ist Professor Fig. Professor Charles Rookwood, zu Diensten. Hat jemand die erste Prüfung bestanden? Ja, ich, Professor Rookwood. Wir haben Sie im Denkarium in Gringotts gesehen, mit Professor Rackham. Fürwahr. Sie haben also den Portschlüssel zu Professor Rackhams Verlies gefunden. Und die Karte in dem Medaillon über dem Denkarium entschlüsselt. Ja, ich habe etwas Schwebendes über dem Denkarium gefunden, das ich nicht identifizieren kann. Ah, ja. Sie finden ein ähnliches Artefakt bei jeder Prüfung. Die müssen Sie sicher aufbewahren. Sie brauchen sie zum Abschließen der Reise, die wir für Sie geplant haben. Sobald Sie alle haben, sagen wir Ihnen, was mit Ihnen zu tun ist. Also gut. Können Sie mir etwas über die nächste Prüfung sagen? Bevor Sie fortfahren, möchte ich noch mit Charles über die äußerst angespannte Lage mit den Kobolden sprechen. Hm? Kobolde? Die Schülerin hat Spuren einer mächtigen schwarzen Magie gesehen, die von Kobolden genutzt wird. Sie und ihr Mentor, Professor Fig, sind nicht nur vor Sandbakars Turm Kobolden begegnet. Sie trafen auch in meinem Gewölbe in Gringotts einen mächtigen Kobold. Es wäre wohl klug, die Prüfung zu unterbrechen, bis wir mehr wissen. Aber wir werden uns natürlich nach Ihrem Urteil richten. Nun denn. Warten Sie, Professor. Der Name Rookwood. Denken Sie... Dass es eine Verbindung zu Victor gibt? Vielleicht. Aber hat sie etwas zu bedeuten? Wer weiß. Erzählen Sie erst mal, was Sie im Denkarium gesehen haben. Bevor Isadora, die Hexe aus dem letzten Denkarium, Professorin in Hogwarts wurde, hat sie sich mit Professor Rackham über schmerzlindernde Magie unterhalten. Hoffentlich bringt uns das nächste Denkarium weiter. Lassen Sie uns erst mal hören, was Ranrock weiß. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich kenne da jemanden. Ich habe Serona in den drei Besen mit einem Kobold sprechen sehen. Sie schienen sich gut zu verstehen. Nun gut, sehen Sie, was Sie herausfinden können. Und vergessen Sie nicht... Meine Hausaufgaben.
Ja, Sir. Bevor Sie gehen. Professor? Sind Sie irgendwo auf wirbelnde Spuren von Magie gestoßen? Abgesehen von denen auf unserem Pfad. Ich glaube nicht. Was sind das für Spuren? Beweise für die Bemühungen der Hüter, die Macht der alten Magie in dieser Zeit zu manipulieren. Wenn ich recht habe, und das habe ich meist, können Sie diese Spuren nutzen, um Ihre eigene Magie weiter zu verbessern. Danke, Sir. Ich halte die Augen offen.